Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein Mann steht an der Bar und trinkt gemütlich seinen Drink. Neben ihm eine hübsche Frau im Rollstuhl. Er denkt sich, oh, wie lieb, tut ihm ein bisschen leid, also spendiert er ihr ein Getränk. Aus einem werden mehrere und die beiden haben einen sehr lustigen Abend. Er beschließt, sie nach Hause zu bringen. Als Gentleman natürlich. Also schiebt er sie heim. Während am Nachhauseweg sagt die Frau, du, ich hätte eigentlich schon Lust auf eine gute Nummer. Der Mann etwas überrascht und sagt, ja, wieso nicht? Aber wie soll das funktionieren? Die Frau, das ist kein Problem. Heb mich einfach aus dem Rolli und lehn mich über den Zaun da. Und dann geht es schon. Ja, gesagt, getan. Er hängt sie drüber. Die beiden haben furchtbar viel Spaß gemeinsam. Und danach setzt er sie zurück und bringt sie heim. Zu Hause wird sie schon von ihrer Mutter erwartet. Sie hilft ihr rein und die Mutter sagt dann zum Mann, vielen Dank fürs Nachhausebringen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Der Mann denkt sich, wenn die wüsste, sagt aber, ja, bitte, ist das Mindeste, was ich machen kann. Kein Problem, gern geschehen. Und die Mutter, na, also so selbstverständlich ist es nicht. Die meisten lassen sich am Zaun hängen. Ein kleinwüchsiger Mann kommt in eine Bar und bestellt einen Schnaps. Der Wirt bringt ihm den Schnaps, er kippt ihn runter, schüttelt sich und sagt, boah, bei dem zieht's der Wurst zum. Worauf der Wirt meint, Entschuldige, aber bitte keine Beschwerden. Sie sind schon so klein hereingekommen. Kann eine Prostituierte im Rollstuhl auch eine Wanderhure sein? Gibt es eigentlich einen Sondertarif für Stotterer bei der Sex-Hotline? Ein Busfahrer fährt einen Bus mit geistig behinderten Kindern. Plötzlich ruckt es und der Bus bleibt stehen. Der Mann ist ziemlich genervt. Hinten beginnt ein Junge zu schreien. Ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist. Der Busfahrer, bitte sehr ruhig. Und er probiert alles, um den Bus wieder in Gang zu bringen. Er steigt aus, läuft rundherum, kontrolliert alles. Innen schreit immer noch der Junge, ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist. Nach ein paar Minuten steigt der Mann wieder ein, ist ziemlich frustriert und genervt, dreht sich um zu dem Jungen und sagt, okay, was ist kaputt? Der Junge strahlt und sagt, der Bus ist kaputt. Der Montagswitz.